Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Mir ist gerade was aufgefallen, und zwar anstatt dass wir nur die Zebras-Babys schon da haben, haben wir noch was da. Es läuft hier rum. Drei Stück insgesamt habe ich bis jetzt entdeckt. Das sind Schweißschwanz-Knu-Babys. Guckt! Voll knuffig, die Kleinen! Aber was jetzt gerade auch reingekommen ist, unsere Sträuße sind da. Viele Gäste denken, dass die Tickets zu billig sind. Kostet halt 50 € ab sofort. Gewinn in diesem, im letzten Jahr, wir machen Minus? Huch! Dann setzen wir doch mal gleich hier bisschen höher an. Kinder kosten die Hälfte. So. Damit sollte sich der Preis relativieren. Wir sind nämlich bei fast 4000 Besuch oder bei 3500 Besuchern. Oh, nicht schon wieder Kämpfe hier. Könnt ihr aufhören? Mit einem Baby? Okay, du bist kein Baby mehr, aber du bist irgendwie. Okay, da ist eindeutig ein Bug, aber dann tun wir dich freilassen. Tschüss! Problem gelöst, würde ich sagen. Noch irgendein Problem? Ah, nicht schon wieder ein Kranker. Strauß, du musst verlegt werden. Der hat aber ganz Spaß in seinem Leben hier, ey. Habt's'n? Ja, gut. Aber das Afrika, ich frage mich, warum die Tiere zum Beispiel noch nicht über die Brücke gehen. Ich habe jetzt echt erwartet, dass jetzt irgendwie so kommt, yo, sie laufen rüber oder so. So richtig so happy-mäßig, juhu, wir können auf die anderen Gebiete, aber die bleiben hier voll. Also sie bleiben um deren Hütte rum. Das Gebiet haben sie bis jetzt noch nicht wirklich verlassen. Doch, warte mal, hier schwimmt was. Ein Kaffernbüffel schwimmt hier mit seinem Baby. Weil rein theoretisch können sie hier auch außen rum. Oder ist es, weil die Temperaturen hier abgefangen sind? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt nochmal hier schnell in den Laden rein. Wir suchen nach einer Thompsons-Gazelle. Oh, guck mal, hier ist eine Thompsons-Gazelle. Und nach einem Kaffernbüffel, ne? Ja, wir tun mal hier beim den afrikanischen Strauß wieder raus und suchen den Kaffernbüffel. Das ist die Frage, wo ist hier der Kaffernbüffel drin? Thompson Gazelle? Ah, dann wird er wahrscheinlich irgendwo weiter oben sein. Kaffernbüffel. Ist noch nichts da. Wie war das mit eine Thompson Gazelle? Braucht was für eine Spiel, was für eine Menge? Tö, wo ist das Tö? Tö. Thompson-Gazelle. Braucht mindestens drei. Super. Ja, du bist. Ich könnte. Du wirst auch freigelassen. Kann ich nicht Nualas auch da zum Beispiel hinzufügen? Verstehen die sich nicht? Nualas, keine. Schade. Wäre zu cool gewesen, wenn wir nur die hinzufügen können. Dann hätten wir das Gehege auch wieder frei. Apropos, was ist hier drin? Ach, hier sind Bisons. Haha. Total vergessen. Ich finde es erstaunlich, dass die echt nur da in der Hütte bleiben. Du bist. Ah, ne, die Giraffen waren so klein. Aber hier haben sich gerade alle irgendwie niedergelassen. Alter, hier geht's ab. Wunderwerk eigentlich, was hier abgeht. Da läuft ein Strauß wieder rum. Ihr müsst auch mal die großen Teile befüllen, nenne ich immer nur die kleinen. Das ergibt sonst keinen Sinn. 8 Besucher haben wir Technikforschung abgeschlossen. Was haben wir letztens? Wieder Afrika? Afrika und klassisches Design. Oh.
Veterinärforschung sind wir wo gekommen mittlerweile? Dallschafe sind fertig. Dann können wir doch anstatt der Dallschafe zum Beispiel jetzt das den afrikanischen Strauß erforschen. Habe ich schon so viel Gabelbock kann ich nicht erforschen, okay. Also weil ich keinen mehr habe, glaube ich, ne? Wir können ja auch mal schauen nochmal. Bei der Thompson, ne, nicht Nuala, ich brauche afrikanischen Strauß nochmal hier. Thompsons Gazelle, ein Warzenschwein, Rappenantilope und Springbock. Warzenschwein, Rappenantilope und Springbock. Dann gehen wir hier mal auf Liste. Rappenantilope. Wir fangen von oben an. Rappenantilope. Rappenantilope. Jetzt geht's wieder los. Wo sind die Rappenantilope? Rappenantilope. Rappenantilope? Wo noch ein Springbock? Springbock. So. Zeit abgelaufen. Wir kaufen die Rappenantilope. Das Warzenschleim plus ein Männchen. Supedia sagt über das Warzenschwein, dass es in Gruppen von 1 bis zu 7 lebt. Bedeutet, wir können auch rein theoretisch alleine überleben. Geil. Was sagt denn so ein Springbock jetzt zum Beispiel? Oh Gott, jetzt muss ich das wieder finden. Springbock. 3 bis 35? Ja. Also Warzenschweine können wir zum Beispiel jetzt auch schon rauslassen. An Zoo senden. Perfekt. Die müssen wir auch nicht mehr suchen. Wir werden noch zwei Männchen jetzt. Ach guck mal, die können wir auch noch gleich nehmen. Jetzt habe ich... Was habe ich denn alles auf Lager? Warum habe ich noch zwei Kafferbüffel? Was aber Kaffernbüffel? Warum sind davon hier zwei drin? Supidi, erklär mich mal kurz auf, was ich hier gemacht habe. Ah, das Nuala-System muss ich nochmal überdenken. Wo ist das K? Ich bin zu weit, scheiße. Kaffernbüffel, hier. Ah, weil ich drei von denen brauche. Ah, habe ich den in meiner Suche überhaupt dazu getan, die Kaffernbüffel? Kaffernbüffel sind noch drin, ja, okay. Warzenschweine brauche ich nicht mehr zum Beispiel. Jetzt haben wir hier auf Lager zwei Rappenantilopen. Und zwei Thompson-Gazellen. Ich glaube, dass Rappenantilopen auch noch brauchen, oder? Wo ist das R? Gib mir ein R. Ja, wie Rappenantilopen. Nee, Rappenantilopen können wir auch reinschicken. Geil. Tierhandel. Rappenantilope und Rappenantilope. Wir haben sogar drei Thompson-Gazellen. Und die Thompson-Gazellen an Zoo senden. Jetzt geht's ab. Ja, ich komme ja schon. Ich habe sagen, das Gefühl, dass ich mich bei den Nualern darum entscheide, dass ich die alle wegschicke. So. Was passt denn nicht? Halt, ich reduziere die gleich, ne? Aber deutlich. Es sind zu viele. Oh. Dann müssen wir hier aber eindeutig mal freilassen. So. Ruhe aber jetzt, ne? Passt. Nuala und das ist auch Nuala. Ich habe doch gerade bei Nuala hier geschuckt. Das ist alles okay jetzt. Das müsste eigentlich hier gleich voll abgehen, oder? Wo bleibst du denn? Schaut mal, ob ihr Leute... Da laufen Leute.
Das sind die ersten zwei, die laufen. Oh. Da wurden gerade Tiere aus dem Zoo verfracht. Wie sie sich davor aufstellen sogar. Boah. Wir nennen die Fotos machen. Ich hab's gesehen. Aber es schaut auch geil aus. Du siehst voll viel Tiere einfach da. Ein Strauß ist da gerade. Der Kaffernbüffel ist da gerade. Also sie sammeln sich halt auch alle da. Lauf doch mal weiter. Ich hab so eine große Karte zum Erforschen. Thompson Gazelle ist angekommen. Jetzt geht's ab. Tierüberbelegung. Zwei Thompson Gazellen haben wir schon mal. Warum zwei reicht doch, ich dachte. Sozialverhalten schaut aber gut aus. Kann es sein, weil die ganzen anderen Tiere da sind? Oh. Drei kranke Tiere? Nee. Nur eine der Thompson-Gazellen hat gleich mal eine Krankheit wieder mit reingeschleppt. Da kommt noch ein Tier. Was habt ihr denn diesmal für mich? Ist das noch eine Thompson-Gazelle zufällig? Weiß gar nicht. Doch, Thompson-Gazellen hatte ich drei, ne? Das ist eine Rappenantilope jetzt. Fehlt nicht noch irgendwie... Was hast du jetzt für mich? Noch eine Rappenantilope? Ein Springbock? Da ist noch eine Thompson-Gazelle. Wird verfrachtet. Was ist der aktuelle Partner sogar? Oh. Oh la la. Die sind happy. Bei den Springbocken bin ich halt gespannt, wenn die sich wirklich auf diese... Wie viel könnt ihr werden? Wie viel stand da? Supedia, sag mich kurz mal. Wie viel dürfen... Ist die Gruppengröße maximal 36? Alter! Ich würde jetzt ja nicht hier einen Weg von da nach drüben gleich machen. Veterinärforschung auch schon wieder abgeschlossen. Jetzt chillt doch mal erstmal. Ah, weiß schon, es muss, ob sie Ursel erforscht. Aktive Krankheit, die haben wir aber auch besiegt schon. Hey, es ist doch alles okay bei den Nualas, oder? Ne, jetzt sind zwei Erwachsene da. Dann schicken wir jetzt den Älteren mal raus. Dankeschön. Dann müsste jetzt aber mehr Mülleimerquellen über. Was? Habe ich hier nicht erst letztens Mülleimer platziert? Das sind Mülleimer. Der läuft über, aber warum läuft denn der an der Ecke über und die hier sind leer? Wie viel soll ich denn noch aufstellen? Hier stehen tonnenweise von den Teilen. Wie schaut es eigentlich mit unserem Geld mittlerweile aus? Jetzt schaut es wieder gut aus. 10.000 plus. Schaut es mit dem Marketing? Ah, das läuft auch die ganze Zeit weiter. Darlehen habe ich keine. Diagramme. Finanzen schauen gut aus. Das ist alles, was ich wissen muss. Aber hier wäre nochmal ein richtiger Platz zum Einkaufen. Straße fett machen und dann ordentlich was hinstellen, würde ich sagen. Jetzt haben wir doch dann alles in dem Gehege auch drin, oder? Giraffen, Springbock, Thompson-Gazelle. Warte mal. Wir machen schnell Supedia wieder auf. Um nochmal zu kontrollieren. Haben wir. Kommt noch, haben wir. Warzenschweine. Müssten auch schon unterwegs sein, oder? Gehege, sag mir, was du alles aktuell hast. Aber hier. Warzenschweine, zwei, ja, sind auch irgendwo unterwegs. Da ist eins. Alter, hier geht's ab. Und das Bescheuerte ist, die leben alle, warte mal, wir können mal hier so Obenansicht machen. Sie leben alle aktuell hier. Und haben das auch noch. Also irgendwie ergibt es keinen Sinn.
Was baue ich euch denn Brücken für weiß. Ne, warte mal, da ist was. Ich sehe da was. Ein Zebra hat sich mit seinem Kind drüber getraut. Sie erforschen die neue Welt. Vielleicht sollten wir dann hier auch nochmal eine kleine Unterkunft oder sowas bauen, einfach. Hier in der Ecke. Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen werde, ist das komplette Teil hier gescheit beheizen, damit es funktioniert. Und ja, jetzt ist ja bald vorbei. Wenn dieses GG fertig ist, ist diese Serie ja, wie gesagt, auch vorbei. Und wir sind kurz vorm Vollenden. Aber ja. Ne? Es ist einfach... Alter, diese Tiervielfalt in einem Gehege ist geil. Es ist nicht so einseitig. Ja. Das Zebra guckt sich gleich gerade den Kaffernbüffel an und denkt sich, das Ding hat Hörner und ist kleiner wie ich. Jetzt guckt das große Teil so, also kann ich da drüber? Bitte, bitte, bitte. Die Affe wird's nass. Ich weiß, was ich gerne sehen würde, aber ich glaube, das ist extrem schwer umzustellen, wenn die sich so miteinander verstehen, ne? Dass sozusagen vielleicht auch mal so ein Zebrafohlen mit einem Kaffeebüffelfohlen zusammen was spielt. Ah, das ist geil, jetzt schläft ein Zebra und ein Strauß. Vielleicht sollte man das Gebäude hier auch nochmal ausbauen. Hier drüber einen Überstand bauen und dann halt den Weg unten durch. Da stehen wir hier. Hier stehen sie ja voll trocken. Edge. Oh, jetzt sind sie beleidigt. Zuvor genutzte Tierpflegehütte. Ich würde mal sagen, dass hier alles einmal gerufen werden. Einmal ein Geruf gerufen wird. Oh Gott, das ist so kompliziert teilweise. Ach, guck dir das an, diese. Ich glaube, die sind happy. Sind eigentlich unsere anderen Freunde noch da drüben? Ja. Yep. Schlafen sogar draußen. Also ich glaube, du brauchst echt noch eine zweite Hütte, um sowas hier sozusagen umzusetzen. Vielleicht sollte man hier ein bisschen Wald wegfern machen und hier nochmal einen gescheiten Unterstand hinstellen. Wo sie auch unterbringen können. Und dann vielleicht auf der anderen Seite hier drüben nochmal was Kleineres oder keine Ahnung. Aber wenn sie hier was haben, weil schon irgendwo hier mittig, dann können sie rumlaufen und können auch überall hin. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, ich werde ein bisschen hier halt, wie gesagt, aufheizen, schauen, dass die Temperaturen überall stimmen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!